Hallo meine lieben Fotofreunde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen YouTube-Kanal. Das ehrt mich natürlich sehr. So, heute sind wir auch wieder im Wald und das hat eigentlich so einen besonderen Grund. Was heißt besonderen Grund? Ich liebe manchmal so ein bisschen Herausforderungen, gerade bei solchen Witterungstemperaturen oder zu dieser Jahreszeit, die wir natürlich jetzt haben, wo es manchmal ein bisschen schwieriger ist, etwas an Motiven zu finden oder wo das eben halt, ja, seht selber, wie das aussieht, war bei den letzten Video ähnlich, ja, wo wir mit den Supertälern im Wald waren. Heute bin ich auch wieder im Wald unterwegs, aber ich habe etwas bisschen anderes vor. Ziel soll es sein, sagen wir so, ich habe mir Folgendes gedacht. Ich möchte Bilder machen, die zum Teil anders belichtet werden, und ich möchte gerne Bilder machen, wo ich ziemlich weit auf den Boden gehe, also die Linienführung nutzen und auf den Boden runtergehe, weil wir werden das näher bestimmt mal sehen. Es gibt da schon einen Unterschied zwischen dem Bildaufbau, wenn ich also aus dem Stand fotografiere, also in der Augenhöhe, ja, und mache mir dann mein Bild, oder ich ändere die Position und gehe bodennah, und da möchte ich halt gerne auch ein paar Bilderchen machen. So, ich habe jetzt schon ein paar Sachen schon gemacht, ich habe mich schon ein bisschen warm geschossen oder eingeschossen oder sagen wir es mal so, die blende ich euch natürlich gleich einmal ein. Und das erste Motiv, was ich also jetzt richtig hier jetzt gesehen habe, ist, ich drehe die Kamera mal rum. Da haben wir so einen verknurzelten Baum und wir haben noch ein bisschen Schnee auf den Ästen drauf, was ich eigentlich wirklich sehr, 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 sehr gut finde. Es hat bei uns geschneit die Tage. Da habe ich auch ein paar schöne Fotos gemacht, die blende ich euch später noch mal ein dazu. Und einen Tag später war der ganze Schnee schon wieder fast weg. Also es hatte stark geregnet oder es hat sehr, sehr gut geregnet, und von den guten Schnee war eigentlich nicht mehr so viel zu erwarten. Das war dann nur noch Matsch und Bampe und ja, eher Eis, Schnee statt richtig warm oder schönen Schnee. So, ja, und jetzt hat die Tage auch wieder geregnet und ein bisschen Schneekraube gab es. Also das Wetter ist Mischmasch aus Herbst- und Aprilwetter. Tja, trotzdem gehe ich gerne raus und mache Bilderchen und fotografiere, weil es ist für mich natürlich auch anspruchsvoll und es ist immer wieder eine schöne Herausforderung, und ich bin auch selber immer wieder erstaunt, was da Schönes dabei herumkommt. So, also zum Bildaufbau. Und zwar, ich drehe die Kamera mal rum, damit wir das hier mal auf dem Display mal sehen. So, wie ihr jetzt hier sehen könnt, also ich habe das Bild, Moment, so, ich habe das Bild hier total überbelichtet. Und wenn ich jetzt, also erstmal zum Bildaufbau überhaupt. Ja, ich habe hier einen schönen verknorkselten Baum und den Ast habe ich gerade gemacht. Also ich habe es ein bisschen hier ausgerichtet, dann habe ich den und dann habe ich diese Linienführung, die mir schön hier ins Bild, also diagonal natürlich drüber weggehen, und ich setze das Motiv also ziemlich weit in die rechte Hälfte ein und lasse hier ein bisschen negativen Raum, nicht ganz so viel negativen Raum, weil die Äste hier reingeht. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Bildaufbau. So, wenn ich das Bild jetzt korrekt belichten würde, dann seht ihr, dann kriege ich ein völlig anderes Fotomotiv. So, dann mache ich jetzt ein Bild davon, damit wir das mal vergleichen. Ich habe jetzt 10 Sekunden Vorauslösung gedrückt. Und so, und jetzt mache ich ein Bild mit einer totalen Überbelichtung. Und das ist so ein, ja, wie nennt man das? High-K-Fotografie? High-K, ich glaube. Und jetzt mache ich ein Bild. Und mir gefällt dieses überbelichtete Bild im Grunde genommen eigentlich ein Tick besser wie das normal belichtete Bild. Ja, also so würde normalerweise keiner fotografieren. So. Und ihr seht, ich kriege hier eine ganz andere Wirkung in dem Bild rein. Ja, und die Bilder, die blende ich euch jetzt gleich einmal ein. Also es geht um diesen
Das ist dieser Baum, ne, um den geht's. Und ja, und darum geht's. Und ich finde das wieder sehr, sehr spannend. Und man kann also auch Bilder gestalten, die total überbelichtet sind. Es muss natürlich einigermaßen passen vom Bildstil her und vom Bildaufbau her. Hier ist das Besondere jetzt dran, wir haben eine schöne Schneeschicht nach oben drauf. Und dann finde ich diese Überbelichtung, als dieses, ich dächte, das heißt High-Key oder High-Key Fotografie. Ich bin mir nicht ganz sicher, schreibt es einfach unten in den Kommentar rein. Also man kann ja einfach ein Bild normal belichten, wie das normal üblich ist. Und man kann ein Bild natürlich absichtlich überbelichten. Das habe ich jetzt gemacht. Und da kommt eine ganz andere Wirkung raus. So, ich blende euch beide Bilder mal ein, damit ihr mal den Vergleich habt. Und da kann man natürlich schön spielen. So, zum Equipment heute. Ich habe ein paar Objektive natürlich dabei. Aktuell habe ich das 300er Tele drauf. Also das 500er habe ich heute nicht mit. Das 300er Tele habe ich heute drauf. Und dann habe ich noch ein paar Makroobjektive habe ich noch mit. Eine Festbrennweite und das 1750 und mehr nicht. Ich habe heute auch nur ein Stativ mit. Also das kleine Reise-Carbon-Stativ. Warum? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich will ja auch bodennahe Aufnahme machen. Das Stativ hat hier keine Mittelsäule und da komme ich natürlich ziemlich weit runter, wenn ich das Stativ benötigen sollte. Und ich denke mal schon. So, folge jetzt mal die Bilder und ein kurzer Ausblick oder ein kurzer Einschnitt von die Woche, wo wir und unseren Hugo unterwegs waren. Da habe ich auch Bilder gemacht. Die blende ich jetzt einmal ein und in der Zeit gehe ich mal ein Stückchen dahinter und dann schauen wir mal, was mich so alles Schönes erwartet. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt hier am Wegesrand. Geht hier, hat ja, ich schätze mal, so ein Traktor oder sowas hat hier so eine Spur eingefahren. Ich drehe das mal rum. Ja, könnt ihr sehen. So, und das gibt mir eine richtig schöne Linie, diese Spur. Und ist ein bisschen mit
Gras beaftet, ein bisschen Schnee noch drauf. Und hier bin ich jetzt mit dem Täler, ja, bei 210, 220 mm schätze ich mal auf APS-C. Und jetzt mache ich mal das Video an, damit ihr mal den Bildausschnitt seht, den ich jetzt gewählt habe. Ist natürlich jetzt ein bisschen gekroppt und ich versuche es euch aber ein bisschen gut darzustellen. Oh. Ja, finde ich auch ein bisschen spannend. Also der Weg schlängelt hier schön rein und so am Boden mit dem Täler auf 200, 300 mm kriege ich eine schöne Kompression nach hinten hin und ich kann diese Fahrspur als Linienführung nehmen. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich den Fokus setze. Ich werde das mehrere Bilder nehmen. Ich werde also den Fokus einmal platzieren auf den Gras, also auf den Grasabschnitt, der da zu sehen ist. Und werde einmal den Fokus platzieren auf die Bäume im Hintergrund und auf so ein paar braune Sträucher. Und das gucke ich, ich muss mir das auf dem Rechner angucken. Auf dem Display sieht das immer sehr, sehr gut aus. Aber das Display ist natürlich auch wahnsinnig klein. Deswegen mache ich jetzt mehrere Bilder und das Licht ändert sich permanent, also relativ zügig und schnell, weil die Sonne natürlich weggeht und wiederkommt. Und deswegen mache ich jetzt mehrere Bilder. Und die blende ich euch natürlich erstmal ein. Ja, Vorteil bei so einem Stativ ist natürlich, ich glaube, ich habe das Mikro gar nicht an, ne? Nee. So, jetzt dürfte es besser sein. Ich habe das Mikro ausgehabt. Passiert. Ich filme heute mit dem Pocket und ich habe zwar die Action 3 auch mit, aber jetzt regnet ja nicht. Es hat heute früh erst bis heute früh geregnet, jetzt aber nicht mehr. Und dann kann ich mit dem Pocket filmen, weil der hat einen mechanischen Gimbal, das finde ich doch einen Tick besser. Ja, was ich sagen wollte, hier ist es natürlich gut, so ein kleines Reisestativ ohne Mittelsäule zu haben bei solchen Aufnahmen. Und aus der Hand schwierig, wenn ich den Fokus ändern will. Vielleicht mache ich auch ein Stacking. Oder ich setze es als Stacking zusammen. Das muss ich mir angucken, ob das so funktioniert. Werdet auf jeden Fall sehen. Und das ist natürlich aus der Hand natürlich schwierig, weil die Kameraposition muss ja gleich bleiben. Ja, wenn sich die Lichtsituation ändert und ich mache dann mehrere Bilder, kann es sein, dass ich die Bilder dann durch die Lichtsituation zusammensetze als ein Bild. Aber wie gesagt, das muss ich mir angucken, wie das aussieht. Ich will erstmal das Video hier stoppen. Auf jeden Fall finde ich das Foto oder den Bildausschnitt sehr, sehr interessant. Ja, ich werde jetzt noch ein Bild machen und werde auch ein bisschen mehr reinzoomen. Und dann würde ich sagen, hören wir nochmal. Ich blende euch erstmal die Bilder ein. Also viel Spaß damit. Thank you.
So, ab und zu ist es auch sehr interessant, mal zu gucken, was ist denn hinter einem. Ja, also wir sind von da vorne gekommen und sind ja theoretisch also in diese Richtung gegangen. Und es macht Sinn natürlich auch mal dahin zu gucken, was passiert denn hinten. Haben wir hinten auch ein anderes Motiv. So, und was wir machen können, ist wie hier zum Beispiel. Wir haben hier von dem Weg her eine sehr, sehr schöne Linienführung. Und ich habe ja am Eingang des Videos gesagt, ich will natürlich bodennah und auch Linien natürlich nutzen, um dann auch eine gewisse Bildgestaltung zu bekommen. So, das, was ihr jetzt seht, ist aus der Position, also das Video, was ich jetzt gleich einblende, ist aus der Position der normalen Höhe, ja? Also Brusthöhe. Das ist ungefähr jetzt, ich schätze mal 1,60 Meter, 1,50 Meter, ja, also ungefähr. Das ist also die Höhe, wo wir eigentlich oder wo sehr viele oft fotografieren. So, und das blende ich jetzt mal ein. Ja, das Video, was ihr jetzt seht, das ist also höher der normalen Körperhaltung, wenn ich stehe. Das Video, was ihr jetzt seht, das ist auf dem Boden aufgesetzt. Das heißt also, ich bin auf dem Boden gegangen und kriege damit eine völlig andere Perspektive und kriege auch ein völlig anderes Bild, was für mich persönlich interessanter gestaltet ist. Ja, wir haben die Linienführung hier völlig anders gesetzt. Ich habe einen völlig anderen Winkel von diesem Weg also, ja, und das gibt mir ein völlig anderes Bild. Ja, wenn wir jetzt stehen und sehen das mit dem bloßen Auge, ja, und gehen dann mal in die Hocke und gucken uns das mit dem bloßen Auge mal an, ohne in die Kamera reinzugucken, dann ändert sich auch der Blickwinkel. Und wir sagen uns jetzt, wenn wir jetzt hier stehen, oh, das sieht gut aus. Und wenn wir jetzt so ein Bild machen aus der normalen Körperhaltung heraus und gucken uns das auf den Rechner an, dann kann es passieren, dass wir zu Hause sagen, das ist aber scheiße. Ist mir auch schon passiert. Also Tipp, was das betrifft, ändert durch die Position, geht auch mal in die Hocke, geht mal auf den Boden, ja, und gerade bei einem Tele, hier bei 300 mm Teleobjektiv, durch die Kompression, wenn ich bodennah fotografiere, nutze die Linien, kriege ich eine sehr, sehr gute Wirkung rein ins Bild und das macht das Bild natürlich dann wieder viel interessanter. So, ich blende euch jetzt beide Bilder ein, einmal aus der normalen Körperhaltung gemacht und einmal aus der Bodenperspektive gemacht und die setze ich euch dann nebeneinander, damit ihr den Vergleich auch mal in den Bildern seht. So, dann gucken wir mal, was es noch so ergibt und dann hören wir nochmal. Also, bis gleich. So, das letzte Motiv heute und dann sollte es auch von meiner Seite wieder gewesen sein. Ja, ich bin jetzt hier auf einer normalen Standardhöhe gegangen und habe jetzt mit dem Tele da eine Weite reingezoomt und habe einen interessanten Bildausschnitt gesehen. Kleiner Tipp am Rande. Der Boden, der ist ja hier nicht gerade, sondern der ist ja ein bisschen uneben und achtet darauf, wenn man mit dem Stativ arbeitet, dass das eine Bein, gerade wenn er dann ein bisschen in die Senke reingeht, dass das Bein also auch da steht, ja, und nicht auf der Seite, weil wenn das jetzt, wenn ich das Stativ jetzt also drehe, dann kann es passieren, dass mir die Kamera abkippt, ne, weil das nicht ausbalanciert ist. Also klar, Tipp am Rande, dass was das betrifft. So, kommen wir mal zum letzten Motiv. Und zwar, ich mache mal das Video mal an, damit ihr das mal nachvollziehen könnt, wovon ich hier ein bisschen spreche. Das ist jetzt natürlich ein bisschen geschnitten. Moment. So, das Video ist dazu jetzt geschnitten. Ich versuche mal die Brennweite zurückzunehmen. Ja, so in etwa, wie ihr das jetzt seht. So, ich mache mal die Belichtung auch ein bisschen mal runter. Ja, ich würde sagen so oder so in etwa. Ja, machen wir mal so.
Und zwar, ich habe in der Mitte habe ich zwei Bäume, die sind nicht ganz kerzengerade, die gehen mir ein bisschen links und rechts ganz leicht weg. Und davor habe ich ein bisschen Gestrüpp und ich bin jetzt hier in eine Blende von 5,6 gegangen, damit ich also ein bisschen Unschärfe in dem Vordergrund produziere, weil das ist für mich ein bisschen störend, ein bisschen störende Elemente, die will ich nicht ganz so drin haben. Jedenfalls in der Unschärfe will ich sie drin haben. So, und diese zwei in der Mitte, die werde ich dann wahrscheinlich mit Dutch & Birn ein bisschen rausarbeiten. Vielleicht auch ein Schwarz-Weiß-Bild. Das kann ich mir hier auch sehr, sehr gut vorstellen. So werden wir jetzt mein Bild machen. Und rechts und links die Bäume, die werde ich wahrscheinlich so ein bisschen angeschnitten lassen in der Außenseite. Und dann sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, stoppen wir mal das Video wieder. Ja, so werden wir jetzt mein letztes Bild machen und das blende ich euch dann ein. Und finde ich eigentlich auch sehr nett. Mal sehen, wie es aussieht. Ich werde das ein bisschen rausarbeiten in der Nachproduktion, also in der Bildentwicklung, dass die beiden ein bisschen im Vorschein kommen und die anderen werde ich wahrscheinlich ein bisschen abdunkeln und dann werde ich mir es auch in Schwarz-Weiß mal anschauen, wie das in Schwarz-Weiß aussieht. Bestimmt auch nicht schlecht. So, meine lieben Liebenden, das wird es dann von meiner Seite heute wieder gewesen sein. Zum Schluss kommen jetzt noch die Bilder, die ich heute so gemacht habe. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und gerade aber auch bei tristen Wetter oder bei solchen Witterungsbedingungen, die wir gerade aktuell haben, ändert ein bisschen die Perspektive, ja, macht Collagen, das hat man im letzten Video, das ist auch sehr interessant, oder geht einfach mal auf den Boden oder zum Beispiel, was ich am eingangs euch gezeigt habe, überbelichtet mal ruhig, ja, das kann auch sehr, sehr spannend sein und auch sehr interessant an Bildern rauskommen. So, ich verabschiede mich jetzt und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und bleibt euch schön gesund. Ich wünsche euch was. Ciao, euer Pierre. Bye, bye. Thank you.